Die Helden des heutigen Videos haben nicht nur mit Sport zu tun, sie sind auch zu solchen Aktionen fähig, die euer Herz höher schlagen lassen. Wie wäre es mit diesem oder diesem? Wenn ein Fußballspieler ein Tor seiner Mutter widmet, die nicht mehr am Leben ist. Oder wenn du die höflichste Person in der Mannschaft bist. Die Sportler teilten ihren Sieg mit einem Fan, als sie ihn den Pokal halten ließen und mit ihm ein Foto machten. Als Königin Elisabeth II. Starb, legten viele Fußballvereine in Europa während der UEFA-Spiele eine Schweigeminute ein. Und das ist der unglaubliche Sieg der blinden Sportlerin Teresina, die bewiesen hat, dass nichts unmöglich ist. Sie gilt als die schnellste blinde Frau der Welt und steht sogar im Guinness-Buch der Rekorde. Ein junger Fan rannte auf das Spielfeld, um die Torhüterin zu unterstützen, die in der letzten Sekunde des Spiels das entscheidende Tor verfehlte. Sieh dir an, wie der Vater über die entscheidende Leistung seines Sohnes als Torwart traurig ist und wie glücklich er ist, ihn erfolgreich zu sehen. Der Gewichtheber Steiner gewann bei den Olympischen Spielen in Peking olympisches Gold und widmete es seiner verstorbenen Frau. Ein Fan traf den Fußballer Sadio Mané auf der Straße und er weinte vor Glück. Aber das Wichtigste ist, dass ihr seht, wie respektvoll sich der Fußballer verhält. Diese Sportlerin hat kein Bein, aber eine enorme Willenskraft, die es ihr ermöglichte, beim dritten Versuch es zu schaffen. Der Fußballspieler Neymar half seinem Gegner auf. Nicht nur ein großartiger Spieler, sondern auch ein Mann mit gutem Herzen. Ein junger Fan schaffte es, während des Spiels auf das Spielfeld zu gelangen. Am Ende verjagte ihn sein Idol nicht, sondern schenkte ihm die Aufmerksamkeit und gab ihm sogar ein Autogramm für sein Buch. Ferrari-Pilot Sebastian Vettel verlor gegen Lewis Mercedes und gratulierte Mercedes persönlich zum Sieg. Einer der Gründe, warum Vettel so viele Fans hat. Und dies ist eine rührende Hommage an seinen besonderen Fan. In Bern beschlossen sie, das olympische Gold durch zwei zu teilen. Der Pitcher Tyler Gilbert schaffte es, gleich bei seinem Start einen No-Hitter zu werfen. Und während er seinen Sieg auf dem Spielfeld feiert, jubelt ihm sein Vater auf der Tribüne zu. Der Tennisspieler verlor ein Spiel und war sehr verärgert. Aber sein kleiner Sohn feuerte ihn an. Als er es schaffte, den Köcher in letzter Sekunde zu treffen, das ist wie die Hitze im Film. Und das ist die unwirkliche Kraft der Fußballfans, nachdem die Mannschaft die Liga gewonnen hat. Mit so einem Vater fühlt man sich wie ein Champion, auch wenn man den Kampf verloren hat. Hört mal zu. And everybody, thank you. And this is still my boy. Während des Kampfes verletzte sich der Tennisspieler Alexander Zverev, aber sein Gegner Rafael Nadal unterstützte ihn von ganzem Herzen. Die beiden Radfahrer spielten den Sieg mit Steinschere Papier aus und kamen gleichzeitig ins Ziel. Das ist das Beste, was ich im Radsport gesehen habe.
got a big guy. Einer der stärksten Spieler im American Football, Travis Kelce, feiert einen Sieg mit seinem Vater. Und wie rührend das aussieht. Die Spieler des FC Tottenham legen eine Schweigeminute für den legendären Fitnesstrainer Gianpiero Ventrone ein, der im Alter von 61 Jahren an Leukämie gestorben ist. Diesen Touchdown widmete der Fußballspieler Marquise Goodwin seinem Sohn, der wenige Stunden vor dem Spiel an den Folgen einer Frühgeburt starb. Touchdown, Phil. Mehrere Marathonläufer haben sich dazu bereit erklärt, gemeinsam zu finishen, sodass es 4 Gewinner auf einmal gab. Ein Sportler namens Emanuel Hansel ist für sein brillantes Spiel bekannt, obwohl er nur einen Arm hat. Er gibt den besten beidhändigen Basketballspielern einen Vorsprung. Der kenianische Läufer war teilweise bewusstlos und konnte es aus eigener Kraft nicht bis zur Ziellinie schaffen. Aber sieh dir an, was der andere Läufer tut. Er opfert seinen Sieg, um dem Gegner zu helfen. Am Ende wurde er mit $15.000 für seine gute Tat belohnt. I think. Keep him away. Keep that's Shepard carry him. Now the medics should just go, of course. Die Sicherheitskräfte wollten den kleinen Fan aus dem Weg räumen. Aber seht nur, wie Lionel Messi sich für ihn einsetzte. Seht euch nur die Emotionen der Mannschaft und der Liverpooler Fans an, als sie Manchester City geschlagen haben. Der Traum eines 8-jährigen Fans namens Marshall Jensen wurde wahr, als er auf das Spielfeld eingeladen wurde, um mit den Fußballstars zu spielen. Marshall to Davis. Marshall takes the ball again. What a lovely ball straight over to Tom Carroll. Dieser Fan kniete vor Lionel Messi nieder und erhielt dafür sein Trikot. Das nenne ich mal einen Austausch von Höflichkeiten. Dieser Teenager hatte großes Glück, den Ball zu bekommen, und viele hätten ihn an seiner Stelle einfach behalten. Aber dieser Junge hat noch viel mehr geschafft. Schau mal, was für ein süßer Tausch. Süßigkeiten gegen den Puck. It's over. It's over. LeBron James Emotionen nach den legendären NBA Finals 2016 nach seinem Sieg. Who delivers on his product? This is for you. Rodtang Jitmoanen hat nicht nur unglaubliche Siege, sondern auch unglaubliche Gesten des Respekts für seine Gegner. Der K.O.-Ball sieht in etwa so aus. Und so sieht der Sieg der australischen Rugby-7-Mannschaft der Frauen über das neuseeländische Team aus. Ein Meer von Emotionen. Nur einige haben Tränen der Freude, andere der Enttäuschung. Bei den Olympischen Spielen 1992 in Barcelona erlitt der britische Läufer Derek Redmond einen Riss in der Kniesehne. Aber er beschloss, das Rennen trotz den Schmerzen zu beenden. Auf halbem Weg zur Ziellinie stieß sein Vater zu ihm, um ihn zu unterstützen. Leider bekam Derek keine Medaille, aber Millionen von Zuschauern erinnerten sich an ihn und spendeten ihm eine Standing Ovation. Schau dir nur die emotionalen Momente der Unterstützung im Fußball an. Wenn der Torwart ein sehr guter Mensch ist.
Çok enteresan bir görüntü. Onurcan Piri. Onurcan Piri. Çok güzel görüntüler. What is Everett doing? Drei Spieler stießen zusammen und einer von ihnen konnte sich nicht mehr bewegen, sodass der Krankenwagen auf das Spielfeld fahren musste. Aber es stellte sich heraus, dass er nicht mehr ansprang. Und Spieler beider Mannschaften schoben ihn gemeinsam raus. I cannot believe this. Vasco Flamengo rivals only during the game. It's wide. Die Reaktion der schönen Tennisspielerin Monika Puig auf die Goldmedaille. Lights out. She most certainly did. She deserves this. What a beautiful moment. Dieser junge Fan ist bis zu den Tränen glücklich, dass er Neymar so nahe kommen konnte. Aber sein Idol gab ihm sein Trikot, was ihn noch glücklicher machte. Und das ist die Abschiedszeremonie für den 6-jährigen Bradley Lowry, der durch seine Freundschaft mit dem Sunderland-Stürmer Doughty berühmt wurde, die Herzen von Millionen Fans berührte. Der Junge wurde von Krebs dahingerafft und mehrere tausend Menschen in den Trikots seiner Lieblingsmannschaft kamen, um ihn ein letztes Mal zu verabschieden. Hat euch das Video gefallen? Schreibt's in die Kommentare und vergesst nicht, uns zu abonnieren, um die interessantesten Beiträge nicht zu verpassen.